Hallo und herzlich willkommen zur dritten Liga am Montag. Natürlich machen wir keine Pause, auch wenn Dezember ist und kurz vor Weihnachten. Ich darf Sie natürlich vor den Fernsehschirmen oder wo Sie immer Krone TV schauen. Begrüßen heute bei mir zu Gast der Vizepräsident des Wiener Fußballverbandes, Johannes Doppelsberger. Hallo, danke für die Einladung. Warum ich mir einmal jemanden aus dem Verband in mein Studio holen wollte, ist einfach auch das, weil es viele Sachen gibt, die man auch den Zuschauern da draußen oder auch den Funktionären oder den Spielern auch ein bisschen näher bringen soll oder auch erklären soll. Du bist, wie ich schon angesprochen habe, Vizepräsident des Wiener Fußballverbandes und Mitglied der Paritätischen Kommission in der Regionalliga Ost, also der dritten Liga, so wie wir sie benennen. Korrekt. Zum Eingang einmal. Man hört oft oder man liest oft dieses Wort Paritätische Kommission. Viele können, glaube ich, mit diesem Wort gar nicht einmal was anfangen. Was ist die Paritätische Kommission eigentlich? Ist eine gute Frage und ich denke gerade die Paritätische Kommission, deren Zweck es ist, ja, ist es gerade auch Vereine zu vertreten, aber auch Vereinen zuzuhören. Ja. Es gibt viele Anfragen und es gibt viele Themen, die an die Paritätische Kommission vermittelt werden. Wichtig ist hier, dass die Paritätische Kommission das qualifiziert, dass sie schaut, wie kann man diese Themen aufnehmen, wie kann man sie weiterleiten, wie kann man positiven Druck auch als Repräsentant dieser dritten Liga dann in andere Richtungen geben. Das geht Richtung ÖFB, es geht Richtung anderen Landesverbänden. Und die Paritätische Kommission hat aber auch ganz klare Aufgaben in Richtung Umsetzung, Spielbetrieb, Kommunikation und da die Vereine abzuholen mit den entsprechenden Themen. Aber auch, wie gesagt, eingangs Plattformen zu schaffen, jetzt virtuell vielleicht und dann in Zukunft hoffentlich wieder im Sinne eines Ausschusssitzung dann auch den Vereinen die Möglichkeit geben, ihre Anliegen dort auch zu präsentieren. Eine Frage noch, weil du gesagt hast, die Paritätische Kommission für die Vereine immer offen, kann da in jeder Verein hingehen zu dieser Paritätischen Kommission oder ist die jetzt rein nur für die Regionalliga Ost, für die dritte Liga tätig? Fokus ist natürlich die Regionalliga Ost, dafür ist es geschaffen. Wir wissen, Burgenland, Wien, Niederösterreich, das ist quasi ein Konsortium, wo hier in regelmäßigen Abständen hier ein Treffen stattfindet und wo man in Vorbereitungszeit da auch Anliegen oder Anträge an die jeweiligen Geschäftsstelle der führenden Funktion hier, in dem Fall wäre das Wien, dann einbringen kann und wo dann die Paritätische Kommission auch darüber dann verhandelt, diskutiert und entscheidet. Der Grund, warum du auch hier bist, der Wiener Fußballverband hat den Vorsitz in diesem Jahr in der dritten Liga, der Regionalliga Ost, dann kommt wieder Burgenland, dann kommt wieder Niederösterreich, dann kommt wieder Wien, das ändert sich alle Jahre wieder. Die erste Frage, die ich an dich hatte, es ist ja die Regionalliga Ost, ist ja so eine, oder Mitte oder West, ist ja wurscht, welche Liga wir jetzt hernehmen von den Regionalligen, sind ja in Wahrheit so Zwitterligen. Sie gehören nicht dem Landesverband an, aber sie gehören auch nicht halbwegs dem ÖFB an. Man hört immer, wenn man beim Landesverband anruft, man soll sich an den ÖFB wenden. Wenn man dem ÖFB anruft, sagt, die letzte Verantwortung hat der Landesverband. Man weiß jetzt nicht wirklich, wen man anrufen soll. Das ist schon ein großes Problem, oder? Gehört da nicht irgendwie so eine Institution her, wie die Bundesliga ist, dass ich sage, okay, für die Regionalligen, weil sie eben kein, also sie sind vom Verein her, die Vereine, die dort spielen, sind schon Landesverbandsmitglieder. Ja, also der Niederösterreich in Niederösterreich, der Wiener in Wien, der Burgenland in Burgenland, ganz normal. Aber sie spielen in einer Liga, die in Wahrheit keinem Landesverband unterstehen. Gehört das so eine Institution her, wie eine Bundesliga zum Beispiel, die sich um erste, zweite Liga kümmert? Gehört das auch her in einer Regionalliga zum Beispiel? Wäre das zum Beispiel eine Erleichterung oder ein Schritt weiter in eine professionellere Richtung? Ich denke, es ist ein interessanter Ansatz, auf jeden Fall zu diskutieren, wo steht die Regionalliga. Ich sehe sie immer noch klar, also im Amateurbereich und repräsentiert quasi auch die Amateurvereine, zu denen auch die Landesverbandsvereine gehören. Ich sehe das auch, wie eingangs gesagt, als mögliche Brücke zwischen Amateur und Richtung Profifußball. Also ich glaube, dass es hier schon entscheidend sein muss, dass es jemanden gibt, der das repräsentiert und der auch diese Anliegen übernimmt. In einer Funktion, und ein Beispiel, das du gegeben hast, wen rufe ich an, auch hier zu kanalisieren und bestimmte Themenbereiche dann natürlich auch klar abzustecken. Ja, und es gibt natürlich Themen, die klar beim ÖFB liegen. Ja, und das wird dann weitergeleitet. Aber es gibt auch andere Themen, die klar bei der Paritätischen Kommission sind. Zu deiner Frage, ich denke, jede Professionalisierung kann natürlich hilfreich sein, ja, aber ich sehe einfach die Paritätische Kommission auch mit sehr viel Engagement, Herzblut und vor allem mit sehr viel Basiswissen von den Vereinen, die dort in diesem Gremium auch diskutiert wird. Ja. Umso weiter du dann quasi hinaufgehst,
ist, kann schon sein, dass diese Anliegen oder dieses Basiswissen vielleicht dann nicht mehr so repräsentiert ist. Und das kann vielleicht eine negative Entscheidung dafür sein. Aber ja, ich denke, zu diskutieren, inwieweit die Regionalliga, und ich rede jetzt nicht von der Ost, sondern im Grunde die Regionalliga, welche Stellung sie hat, welche Aufgaben sie hat, welche Bereiche sie abdecken muss, ich denke, das ist eine Diskussion, die umgehend und immer stattzufinden hat. Ja. Jetzt haben wir ja im Osten das Glück, dass wir mit Wien, also Burgenland, quasi relativ wenig reisen müssen. Ja, der Westen hat das natürlich ganz anders. Dort gibt es ja auch immer wieder Probleme. Jetzt gibt es dort die Regionalliga West ja nicht mehr. Die ist dann aufgesplittet worden in unter Anführungszeichen Elite-Ligen, Landesligen, wo dann die ersten zwei quasi aufsteigen in den Playoff und zu sechst man sich den Meistertitel ausspielt. Jetzt hört man natürlich aus diesen Bundesländern auch schon, wir wollen auch das nicht mehr. Dann muss man entweder zu den Vereinen sagen, okay, passt, dann geht es in den Landesverband und spielt es in der Landesliga. Ihr müsst ja nicht in einer Regionalliga spielen oder halt quasi in einer dritten Liga. Mhm. Aber das Problem ist ja, dass dann, was mache ich als Verband, wenn zum Beispiel jetzt der Westen sagt, Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, wurscht wer jetzt da, sagt, ich will da nicht mehr spielen. Dann hat man nur mehr zwei oder muss man das dann überdenken mit dem ÖFB, dass man sagt, okay, ist die zweite Liga mit den Teilnehmern in einer zweiten Liga zum Beispiel jetzt, es spielen halt, ich sage jetzt mal mit den Lieferingern, Oberösterreich Juniors, Rapid, Austria, jetzt hat Sturm Graz mit Kapfenberg seine Abmachung, spielen von 16 Mannschaften, es sind 5 unter Anführungszeichen Amateurmannschaften dabei. Mhm. Dass man sagt zu einer zweiten Liga, man gibt entweder weg und man macht 2 zweite Ligen, wo ich dann sage, eine Ost, eine West. Und die Meister steigen auf und 2 von der Bundesliga steigen ab oder spielen eine Relegation. Oder dass man überhaupt sagt, man muss halt eine Liga irgendwie killen, Ostliga, also Regionalliga oder zweite Liga. Ich denke, das ist die Funktion der Regionalliga, in welcher Form auch immer, ist eine wichtige. Weil man darf ja nicht vergessen, es geht ja auch im Ende geht es um die Spieler. Es geht um einen Entwicklungsschritt für die Spieler. Und die Regionalliga soll eben diese Plattform gerade für diesen jungen Spieler darstellen, um sich raufzukämpfen, um vielleicht dann wirklich in den Profifußball einzutreten. Wenn man das, so wie du sagst, jetzt killt, ja, dann glaube ich, nehmen wir uns schon sehr viel weg, um einfach diese Brücke für die jungen Spieler zu schaffen. Du hast eingangs auch gesagt, Thema Reisetätigkeit. Ja, das ist ein Thema, keine Frage. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es in der Regionalliga Ost eigentlich sehr gut funktioniert. Ja. Aber es ist wichtig, dass jede Lösung, die hier angedacht wird, ja, einfach nicht isoliert betrachtet wird, nicht Regionalliga Ost, Elite-Liga oder West, oder dass es hier einfach eine Gesamtlösung gibt, eine Gesamtlösung, die einfach zu diskutieren ist. Ja. Und da muss man den Verband, da muss man die Landesverbände, da muss man die Vereine mitnehmen, um einfach zu schauen, was ist die beste Lösung. Ich gehe jetzt mal, oder wir gehen jetzt mal davon aus, als Paritätische Kommission, dass das, was wir jetzt derzeit machen, eine sehr gute Plattform ist, sowohl für die Vereine als auch strukturell und für die Entwicklung der Spieler. Mhm. Nur jetzt einmal kurz erklärt, auch für die Zuschauer, was eigentlich eine Paritätische Kommission macht. Danke für diese Auskunft. Kommen wir jetzt zu unserer Regionalliga Ost kurz, dritte Liga. Da hat es ja einige Probleme schon vor Beginn der Meisterschaft gegeben. 13 Vereine, Ebersdorf ist abgestiegen. Man hat das Problem gehabt, es hat Aufsteiger gegeben, wo man ja auch gesagt hat, dürfen die überhaupt aufsteigen? Ja, dürfen sie. Warum? Sie sind ja nicht unter den ersten zwei, wo sie eigentlich sein sollten. Ja, aber Rapid hat quasi als einziger Amateurverein angesucht und damit hätten sie die Möglichkeit aufzusteigen. Bibablo, wir sind jetzt 13 Vereine in der Regionalliga Ost und das ist ein großes Problem gewesen, auch für die Vereine vor Beginn der Meisterschaft. Da hat man einen Konsens gesucht, auch mit den Verbänden, auch der Spiel- und Klassenausschuss, den ja die Mannschaften stellen der Regionalliga. Nicht? Also da ist der Werner Trost, glaube ich, der Lukas Stanz und der Adi Soli vom Sportclub Neusiedl und Dreiskirchen vertreten und die haben halt etwas ausgearbeitet. Und Sportclub, genau, Adi Soli ist vom Sportclub. Und haben etwas ausgearbeitet, sind dann die Paritätische Kommission herangetreten, haben diesen Vorschlag präsentiert. Und dann hat es geheißen, es ist ein guter Vorschlag, was ich gehört habe, hat es geheißen, aber wir spielen trotzdem mit 13 Vereinen, weil die Rechtssicherheit nicht gegeben wurde und wir lassen halt keinen aufsteigen. Obwohl in den Statuten der Regionalliga Ost drin steht, dass man mit 16 Vereinen spielen soll. Das ist ein gutes Beispiel übrigens, ja. Um einen Austausch zwischen Vereinen, Klassenausschuss und der Paritätischen Kommission darzustellen, glaube ich, ist das ein perfektes Beispiel, wie man miteinander kommuniziert. Natürlich,
wünschen sich Ausschüsse oder Vereine oft etwas, was dann die Paritätische Kommission nicht erfüllen kann, auch in Abstimmung mit den Verbänden oder auch mit dem ÖFB. Hier war es tatsächlich der Fall, dass man gesagt hat, es gibt eine Rechtsunsicherheit, ja, und aus der heraus eine Entscheidung zu treffen, die dann vielleicht zusätzlich mit der Pandemie-Situation noch einmal eine verstärkte Unsicherheit und eine Planungsunsicherheit darstellt, war für uns eigentlich ausschlaggebend, dass wir gesagt haben, für dieses Jahr und gerade für jetzt, ja, in der jetzigen Situation, wollen wir mit der Anzahl reingehen, wo wir in einem 14er Schlüssel dann spielen, der zumindest die Planungssicherheit geben kann, ja, ohne dass es hier vielleicht nachträglich noch zu Veränderungen kommen kann, aufgrund der, was du angesprochen hast, Rechtssituation, aufgrund von Ansprüchen anderer Vereine. Von Stadtligisten zum Beispiel oder eben von Landesligisten, die halt aufsteigen wollen, weil sie Erster waren. Oder Herbstmeister oder wie auch immer. Ja. Also das sind Situationen, die man einfach in einem Rechtsstaat Österreich auch berücksichtigen muss. Und ganz ehrlich, und das ist einfach die Situation, wo wir gesagt haben, das ist die für uns vorrangige Lösung, ja, heißt aber nicht, dass wir nicht auch dazu lernen wollen oder nicht dazu uns Gedanken machen. Und der Gedankenaustausch zwischen den Landesverbänden war sehr, sehr stark und sehr bemüht. Aber im Endeffekt war es dann die Entscheidung, die wir getroffen haben. Aber mit Rapid, diese Entscheidung ist ja auch so gefallen, weil in Wahrheit hätte man Rapid ja auch nicht aufsteigen lassen müssen. Da ist ja dann auch, was man gehört hat, mit ein bisschen Nachdruck passiert und so, dass die raufkommen, dass die Bundesliga auch nicht zu 15 spielt, sondern zu 16 spielen darf und so. Also das war ja auch schon ein bisschen mit Druck verbunden. Hat man dann in der Ostliga zum Beispiel zu wenig Druck gemacht einfach? Ich denke, der Druck... Oder zu viel dann auch schon mit, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe kurz, oder vielleicht zu viel schon, dass man gesagt hat, man streikt, man spielt nicht, man will nicht spielen, weil mit 13 spielen wir nicht. Nein, es geht darum, positiven Druck auszuüben und Dinge umzusetzen. Ja, ich glaube, punkto Rapid wäre es gut, wenn da noch hier jemand sitzt, der als Vertreter der Bundesliga dazu auch hier Stellung nehmen kann. Wir aus der Regionalliga oder aus der Paritätischen Kommission haben einfach diese Situation für uns so eruiert und so analysiert, dass wir gesagt haben, das ist jetzt die Situation, mit denen wir auch die Mannschaften in eine Meisterschaft gehen lassen wollen und können, ohne dass es dann dadurch wieder noch zu mehr Unsicherheit kommt. Ja. Druck sehe ich positiv. Ja. Also Druck kann die oder die Situation positiv beeinflussen und, glaube ich, ist in alle Richtungen wichtig. Mhm. Jetzt haben wir es natürlich. Ja. Wir haben jetzt 13 Vereine, wir sind nicht 14, nicht 15, nicht 16. Wir haben diese Pandemie immer noch am Hals, sage ich jetzt einmal. Und es wird auch nicht besser. Es ist der Abbruch gewesen jetzt der Meisterschaft nach 11 Runden. Die Mannschaften haben alle unterschiedliche Spiele. So, weil wir gesagt haben, Rechtssicherheit. Jetzt ist man hergegangen, hat im Sommer hat die Paritätische Kommission mit dem Klassen- und Spielausschuss ein Treffen organisiert. Man hat sich getroffen und man hat zum Beispiel jetzt als Klassenausschuss ein Ansuchen gestellt, wenn 12 Runden gespielt worden sind, das heißt eine Hinrunde, einmal jeder gegen jeden, dann würden sie gerne haben, dass es keinen Absteiger gibt, aber einen Aufsteiger. Nach 24 Runden wäre der zweite Vorschlag gewesen, es gibt Auf- und Absteiger. Und wenn dieses Playoff, was man ja da nachträglich auch noch gemacht hat, gespielt wird, gibt es dann quasi einen Meister in diesem Aufstiegsplayoff und Absteiger in diesem Abstiegsplayoff, nennen wir es jetzt einmal so. Aber man hat das jetzt als Verband, Paritätische Kommission, jetzt wieder umgedreht. Das heißt, es gibt anscheinend, auch wenn nur 12 Runden gespielt worden sind, Absteiger, wenn die Zahl 16 überschritten wird. Aber jetzt sagt man wieder, die Zahl 16 ist das Nonplusultra, weil es steht in den Statuten drinnen, wir müssen 16 Vereine sein. Im Sommer hat man gesagt, die Rechtssicherheit ist nicht gegeben, wir spielen mit 13. Da hat man gesagt, da haben die Vereine gesagt, es steht drinnen, dass 16 spielen müssen, da hat man Verband gesagt, ja, wir spielen jetzt erst 13, weil da könnte Wiener herkommen vielleicht oder Elektra oder Kottingbrunn oder vielleicht Siegendorf und könnte uns klagen dagegen. Warum sagt man jetzt zum Beispiel, naja, wir müssen 16 sein, warum spielen wir da nicht nächstes Jahr? Weil wir ja eine Pandemie haben und diese ganze Situation ist halt neu und extrem für uns. Warum sagt man da nicht, okay, wir haben angefangen im Vorjahr mit 13 Vereinen, das war auch anders und wir machen jetzt 17 oder 18. Es kommt ja auch immer darauf an, wer von oben absteigt zum Beispiel. Ja. Ja. Warum spielt man da nicht mit 17 oder mit 18 und setzt dieses Jahr genauso aus wie mit 13?
Also die Zahl 16 ist immer im Raum gestanden. Das war jetzt auch letztes Jahr. Und das ist für uns auch wirklich die Zahl, wo wir sagen, das ist ein jener Spielbetrieb, den wir ermöglichen, sowohl strukturell, wirtschaftlich als sportlich, der für eine Umsetzung in einer Saison am besten geeignet ist. Nochmal, die Situation damals mit 13 Vereinen war einfach eine Entscheidung auf Basis der Rechtssicherheit. Die Entscheidung, die jetzt gefallen ist, war einfach schon eine Entscheidung, dass wir auch hier die 16 als legitim ansehen und alles, was überschritten ist, wo wieder richtig gesagt wird, dann erst sozusagen es zu einem Absteiger kommt. Die Zielsetzung ist einfach, dass der Grunddurchgang gespielt wird. Das heißt, dass die 12 Runden gespielt wird, dass jeder gegen jeden spielt, dass das als Wertung gilt, mit dem auch die Vereine dann rechnen können. Wie es dann ausschaut mit dem Grunddurchgang in der Umsetzung, das wird auch dann die Zeit sehen. Wir reden auch hier sehr viel theoretisch, muss ich dir sagen. Natürlich. Weil wir natürlich ich werfe dann auch gleich die nächste Theorie ein. Ich sage jetzt nur, diese theoretische Diskussion ist natürlich eine Diskussion, die auch die Vereine intern führen. Nur wir als Paritätische Kommission müssen ja irgendwo dann eine Entscheidung treffen, um in bestimmten Rahmenfeldern auch eine Planungssicherheit zu geben. Aber warum trifft man dann nicht einmal, eben, und das ist das, was viele Vereine eben nicht verstehen. Mhm. Jetzt haben sie eine Pandemie, sie haben wenig Geld, sie haben wenig Einnahmen, sie haben wenig Heimspiele gehabt, ohne Zuschauer und alles. Ja? Warum trifft man dann nicht eine Entscheidung und sagt, okay, dann spielen wir nächstes Jahr mit 18? Wenn es wir reden von hätte, wäre, ja. Weil wenn keiner absteigt aus der zweiten Liga, sind wir schon so 16. Ja. Ja? Aber wenn zwei absteigen, warum sagt man dann nicht, okay, dann spielt man halt mit der 18? Und dann haben die Vereine halt ein Heimspiel mehr oder zwei Heimspiele mehr oder das oder das? Ja, aber das ist ja genau das, was wir auch vermeiden wollen. Wir wollen ja nicht in theoretischen Vielfältigkeiten diskutieren, sondern wir wollen bestimmte Rahmen. Ja, das machen wir so und so. Ja, aber es geht ja darum, Rahmen zu schaffen. Diese Rahmen, sie müssen einfach klar sein, dass es Aufsteiger und Absteiger gibt. Es muss eine klare Anzahl von Mannschaften geben und es muss bestimmte Planungssicherheiten bezüglich Terminen geben. Ich glaube, gerade in einer Pandemiesituation sind wir alle gut beraten, diese Parameter, die es da gibt, so fest wie möglich beizubehalten. Wenn wir sozusagen diese Tür öffnen und die Änderungen in alle Richtungen umsetzen, auch um sozusagen auf bestimmte Extremsituationen einzugehen, denke ich, tun wir uns allen nichts Gutes in puncto Planungssicherheit und Umsetzung. Jetzt werfe ich das nächste ein. Die nächste Unsicherheit. Ja. Vor der Saison hat man gesagt, okay, man wird das so reglementieren, dass es, wenn eine Hinrunde gespielt ist, dass es einen Meister und einen Absteiger gibt. Und das hat es ja in der letzten Saison, die abgebrochen worden ist, nicht gegeben. Deswegen hat es ja auch keine Aufsteiger und keine Absteiger gegeben. So, jetzt geht man her und sagt das. Das ist ein Riesenvorteil für alle. Jetzt gibt es natürlich die Rechtssicherheit, dass ich sagen kann, wir haben gesagt, ist ein Durchgang gespielt, gibt es Absteiger und Aufsteiger. Fertig. Mhm. So, jetzt ist man da rechtssicher. Jetzt wirft man in den Raum, was ist, wenn 18 Runden gespielt werden? Kommt auf einmal ein Koeffizienten zu tragen? Wirft man jetzt in den Raum, das hat, glaube ich, der Präsident Miletich gemacht, damals im Burgenland, der gesagt hat, wenn 18 Runden gespielt sind, kann ich nicht hingehen und sagen, die Runden, die 12 sind, zählen. So, jetzt rechnen wir einen Koeffizienten aus, nach den Spielen, mit den Punkten, jetzt hat halt einer zwei Match weniger wie der andere, wird ein Koeffizient ausgerechnet. So, dann verändert das natürlich die Tabelle und somit ist ein anderer Stand da. Steht das in den Reglement drinnen der Regionalliga Ost, dass man das einfach so machen kann? Oder kann man das einfach unter der Meisterschaft bestimmen? Nein, man muss hier auch unterscheiden. Ja, also es gibt verschiedene Landesverbände, also Niederösterreich, Burgenland, Wien, jetzt von den Landesverbänden gesprochen, haben unterschiedliche Ansätze, wie eine Wertung auszusehen hat bei einem Anbruch. Ja, Wien zum Beispiel geht stark davon aus, auch hier zählt die Herbstmeisterschaft und dass jeder gegen jeden gespielt hat. Wie das Niederösterreich und Burgenland handhabt, möchte ich jetzt aus meiner Position da auch nicht sagen, sondern das ist dann deren Landesverbandsregelung. Ja, für die Regionalliga Ost gilt für uns die Herbstmeisterschaft, der Grunddurchgang als der Parameter, wo wir dann eine Wertung herziehen. Also da brauchen die Vereine jetzt keine Angst haben, dass nach 19 Runden abgebrochen wird und der Stand halt dann quasi mit Koeffizienten ausgerechnet wird und bla bla. Weil das sind Vereine an mich herangetreten und haben gesagt, Herr, bitte, hast du das auch schon gehört und so, passt. Also der Grunddurchgang. Aber das Wichtige ist, entschuldige, dass ich unterbreche, dass einfach auch alle Spiele des Grunddurchgangs auch absolviert worden sind. Also da gibt es bestimmte bis 18.12., glaube ich, müssen die Termine terminisiert werden. 24.02. ist quasi der letzte Spieltermin. Und bis dahin müssen diese 14 Nachtragstermine ausgetragen werden. Mhm. Mir hat man gesagt, dass eben bei dieser Sitzung der Paritätischen Kommission mit den Vertretern des Spiel- und Gassenausschusses ihnen zugesagt wurde, dass wenn 12 Runden gespielt worden sind, es gibt einen Aufsteiger, aber keinen Absteiger. Warum hat man dem jetzt nicht
standgehalten? Es gab ja schon im August eine derzeitige Anfrage, die wir auch per Beschluss auch entschieden haben, ja, dass es einfach dieser Grunddurchgang gewertet wird und auf Basis dessen gibt es dann eben diesen Aufsteiger bzw. Absteiger, aber nur dann, wenn die Anzahl der 16 überschritten wird. Aber in dieser Sitzung ist was anderes geredet worden. Das weiß ich. Ja. Ich war zwar nicht dabei, aber mir haben das auch Leute gesagt. Es dürfte vielleicht ein Formalfehler gewesen sein, dass dieser Antrag, den der Klassen- und Spielausschuss gemacht hat an die Paritätische Kommission, wurde eben so formuliert, dass auch wenn nach 12 Runden quasi, dass es dann einen Absteiger gibt, wenn 12 Runden gespielt werden. Aber mündlich wurde ausgemacht, es gibt leider kein Protokoll von dieser Sitzung, das habe ich auch gehört. Ja. Vielleicht sollte man das jetzt auch machen. Wäre immer ratsam, so etwas zu haben, wo man dann nachschauen kann. Haben Sie detailliert und die drei Landespräsidenten haben das zugesichert. Es wird keinen Absteiger geben, wenn 12 Runden gewertet werden. Haben die drei Landespräsidenten zugesichert. Und jetzt ist es so, dass wenn die Zahl 16 überschreitet, Absteiger gibt. Ich weiß, wir diskutieren jetzt über den Kaisersein-Bad, weil wenn keiner absteigt von oben und ja, ich 16 glaub, sind im Die entscheidende Verein. Frage ist einfach, ja, also der Klassenausschuss kommt auf uns zu, ja, und da gibt es einfach Anträge und die werden behandelt. Und natürlich wird das auch dann entsprechend entschieden. Wir haben uns nur auf Basis dessen in der letzten Sitzung auf Basis dieses Beschlusses der vorigen Sitzung bezogen. Ja. Und das ist sozusagen, um hier auch konsistent zu sein. Was ist die Konsequenz, wenn man da umschlägt sozusagen die Entscheidungen, dann ist das, glaube ich, auch nicht gut. Wenn ich jetzt sage, für mich wäre es am sinnvollsten, wenn es wirklich keinen Absteiger gibt, meine Meinung jetzt, warum, kann ich auch gleich erklären. Wir sind in einer Pandemie, die Vereine haben keine Einnahmen, die Vereine haben Geisterspiele durchführen müssen, die Vereine hätten dann zum Beispiel Spiele ohne Kantine durchführen müssen und. Ist dann eh abgebrochen worden. Für viele Vereine, Gott sei Dank, muss man sagen. Aber sie haben ja immer noch Gehälter zu zahlen für Spieler, die Verträge haben und so weiter. Das heißt, sie haben immer noch Kosten, Platzkosten, ein Platzwart ist da, Stromkosten, Wasserkosten, wurscht, was sie da haben. Sie haben immer noch Zahlungen zu leisten. In einer Zeit, wo die Sponsoren immer rarer wären bei den Vereinen, das muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, du bist selbst Obmann eines Fußballvereins, ja. Ist es schwer, Sponsoren zum Fußball zu bringen, wenn die selber alle krachen. Ja, vor allem in Regionen, wie wir es haben, wo wahrscheinlich 100 Euro im Monat, als man einen Sponsor kriegt, ein Tropfen auf den heißen Stein sind. So, jetzt habe ich das, dass ich sage, okay, wir wissen jetzt, wie die Spielregeln ausschauen. Jetzt habe ich einen Spielstand und da möchte ich kurz auf die Tabelle schauen und mich interessiert jetzt nicht so der Titelkampf, obwohl ich da auch noch kurz eingehen will, sondern eher der Abstiegskampf. Wir haben jetzt als letzten 13. Platz Wiener Neustadt 7 Spiele, 4 Punkte. Davor ist Straßburg 9 Spiele, 5 Punkte. Neusiedl 8 Spiele, 6 Punkte. Mauerwerk 8 Spiele, 6 Punkte. Wiener Viktoria 10 Spiele, 7 Punkte. Ich sage so ein bisschen Wiener Viktoria. Wiener Viktoria wird in Wahrheit jetzt bestraft, dass sie im Herbst 10 Spiele durchgeführt haben und Wiener Neustadt, ich sage es jetzt ganz hart, und Wiener Neustadt wird in Wahrheit, fällt auf die Butterseite, weil sie nur 7 Spiele gemacht haben. Weil, es gibt ja eine Transferzeit von Anfang Jänner bis Anfang Februar. Ich glaube, 7. Jänner bis 8. Februar. Oder bis 8.2. Ja, 7.1. bis 8.2. Ja, gibt es eine Transferzeit. So, das heißt, Wiener Neustadt kann sich jetzt neue Spieler holen und kann in den drei Spielen, die eigentlich zur Hinrunde gezählt hätten, neue Spieler einsetzen und ist in Wahrheit stärker, also ich nehme jetzt mal an, ist stärker, weil sie ja nicht absteigen wollen, als im Herbst in ihren Spielen. Das heißt, sie haben einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Wiener Viktoria, die in Wahrheit bestraft werden, dass sie die Spiele durchführen haben können. Jetzt ist das zum Beispiel ein Wiener Fußballverein auch noch, der zu euch gehört. Und der Roman Zeisler ist ja auch sehr aktiv, was nicht nur das Fußball betrifft, sondern auch mit Menschen, Obdachlose, die jetzt am Wiener Viktoriaplatz übernachten dürfen und so. Übrigens sehr, sehr, sehr toll. Aber warum bestraft man einen Verein jetzt, dass ich sage, okay, denen sind ja jetzt eigentlich die Hände gebunden. Weil wenn Neustadt jetzt in den drei Spielen 9 Punkte macht, haben sie 13. Haben sie fast doppelt so viele wie Wiener Viktoria. Und Wiener Viktoria kann nicht neue Spieler holen, weil sie ja schon 10 Spiele gespielt haben. Das ist für mich eine glasklare Wettbewerbsverzerrung. Und deswegen habe ich gesagt, ist meine Meinung, entweder es gibt keinen Absteiger oder es gibt keine Transferzeit. Weil anders kann ich das nicht handhaben. Ich kann nicht die Spieler sagen, es dürfen nur die Spieler spielen, die im Herbst spielberechtigt waren. Jetzt gehen 3 Spieler von Wiener Viktoria zu Wiener Neustadt im Winter. Die dürfen aber nur für Wiener Viktoria spielen, trainieren aber schon die ganze Vorbereitung mit Wiener Neustadt. Funktioniert nicht, weiß ich. Deswegen kann ich nur sagen, es gibt entweder keine Transferzeit oder keine Absteiger oder es ist eine Wettbewerbsverzerrung.
Eingangs nur ganz kurz, weil du das auch angesprochen hast. Ja, es ist eine schwierige Situation für die Sponsoren, genauso auch für die Vereine. Ja, also das hat, glaube ich, flächendeckend und nicht nur mit der Regionalliga zu tun. Das geht rauf bis runter. Es ist schwere Sponsoren zu finden, auch zu halten. Und man muss das auch verstehen in der Situation. Ja, also wirtschaftlich sehr angespannte Situation, keine Frage. Zum Thema Wettbewerbsverzerrung. Es ist... Und mit dem Wort bestrafen ist das schon so ein Thema. Also ich denke, es ist eine Situation, die einfach gezeigt hat, man hat Spiele, die wurden umgesetzt, man hat versucht, das Bestmögliche als Verein auch zu schützend die Spieler hier in der Covid-19-Situation zu betreuen. Auch hier von meiner Seite auch ein Danke, weil es ist nicht einfach für die Vereine hier, die Covid-19-Schutzmaßnahmen so umzusetzen, dass man dann auch einen Spielbetrieb auch umsetzen kann. Und ja, es ist ein Thema, wo ich sage, wir sind jetzt in einer Situation, manche Vereine haben weniger Spiele gespielt, manche haben mehr. Und übrigens, das gilt jetzt nicht nur für die Regionalliga, das gilt runter bis zur zweiten Klasse jetzt in Wien. Nicht die zweite Klasse, die hat quasi ihren Hinspiele durchziehen dürfen. Aber das ist eine Situation, die einfach zeigt, dass das einfach sehr variabel und sehr, sehr stark dominierend oder sehr dynamisch halt zur Umsetzung war. Ob es jetzt eine Transferfrist oder eine Verlängerung oder eine Auflösung gibt, das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, das dann an den ÖFB gehen muss. Und das ist das klassische Beispiel, wo Sie gesagt haben, du gesagt hast, wen rufe ich an? Das wäre dann die Frage. Kein Absteiger. Es ist so, dass wir einfach diesen Grunddurchgang haben, ja, und sagen, es gibt de facto 16 Mannschaften und alles, was dann überschritten wird, erst dann an einen Absteiger. Hängt von der Situation auch von der Bundesliga, das wissen wir. Ja. Aber die Situation, gebe ich dir recht, ist nicht einfach für die Vereine. Ja. Es ist nur so, dass es bestimmte Themen gibt, die bestimmte Besitzer haben, in dem Fall der ÖFB auch in der Richtung der Transferzeit. Und da muss man dann diesen Druck auch eventuell dort in die Richtung ausüben und fragen, inwieweit es dort Möglichkeiten gibt. Die wurde ja schon abgesegnet. Die Transferzeit wird es geben? Gibt es, ja. Also die wird jetzt nicht ausgesetzt oder so, sondern aber das, was mich in dieser Sache stört, ist einfach das, dass dieser Wettbewerb nicht mehr gleich ist. Ja. Auch wenn alle die gleichen Spiele dann haben am Ende, und das sind 12, ja, war der Wettbewerb nicht der gleiche, weil Wiener Neustadt, wusste, das ist Straßburg, auch Straßburg hat 9 Spiele, hat auch 2 mehr wie Wiener Neustadt oder Neusiedl 1 weniger, Mauerwerk, wusste, wenn mich jetzt da hernehme, ja, die da unten sind. Das sind klassische Beispiele. Wo und das sind halt einfach Sachen, wo der Wettbewerb für alle nicht mehr gleich ist. Hat man da nicht Angst, dass man auch da jetzt zum Beispiel rechtliche Schritte einleitet? Weil ich sage, okay, das ist in Wahrheit eine Diskriminierung oder eine Wettbewerbsverzerrung? Nein, weil es gibt einfach diese fixen Termine, auch die Fristen, und die einfach auch schon im Vorfeld bei der Planung einer Meisterschaft für einen Verein immer klar waren. Ja? Wenn es jetzt zu einer Situation kommt, wo Spiele verschoben worden sind oder abgesagt worden sind und dann, wie du es gesagt hast, in die Rückrunde gebracht worden sind, dann ist das eine Situation, die natürlich die einfach den Tatsachen entspricht derzeit. Ja. Nur, wie schaut es in der Zukunft aus? Wir werden vielleicht hoffentlich diese Pandemie überstehen und dann in einen geregelten und normalen Spielbetrieb wieder rübergehen. Jetzt alle Fristen aufzulösen und alle Themen, die zu hinterfragen sind, dort umzusetzen, denke ich, ist auch der falsche Schritt. Sondern wir müssen einfach noch einmal klar schauen, dass diese wichtigen Parameter für einen Verein einfach da sind und nicht geändert werden. Aber in Wahrheit also jetzt nicht der Wiener Fußballverband oder du jetzt, aber in Wahrheit zwinge ich Vereine in dieser Saison, also es geht ja jetzt da nicht um Leben und Tod, sondern es geht um Aufstieg oder Abstieg. Also ja. Es bricht jetzt keine Welt zusammen, wenn man absteigt. Aber es hängt halt auch viel daran an so einem Verein. Ja, das ist immerhin die dritthöchste Liga Österreichs. Ja. Und man hat sehr lange gebraucht, zum Beispiel jetzt Wiener Viktoria, dass man dorthin kommt, wo man jetzt ist. Ja. Ja. Oder auch Wiener Neustadt zum Beispiel, die ja alle nicht jetzt mit Geld gesegnet sind. Ja. Die zwinge ich jetzt eigentlich in einer Pandemie, wo schon kein Geld vorhanden ist, Geld in die Hand zu nehmen, dass ich sage, Freunde, wenn ihr nicht absteigen wollt, dann müsst ihr etwas tun. So, das heißt, ich zwinge, also zwingen, unter Anführungszeichen, zwinge ich sie jetzt, Geld in die Hand zu nehmen, dass sie neue Spiele verpflichten. Und dann kommt am Ende der Saison raus, es steckt eh keiner ab. Das heißt, sie haben in Wahrheit dann Geld ausgegeben, was sie, wenn sie jetzt wüssten, und Planungssicherheit, und dieses Wort ist ja schon im März gefallen, wir wollen Planungssicherheit haben. Ja? Diese Planungssicherheit hat keiner. Weil ich kann jetzt nicht planen, weil ich muss jetzt planen, ich muss investieren.
Und in Wahrheit investiere ich viel Geld dann, dass ich oben bleibe. Und in Wahrheit hätte ich ohne Investition auch oben bleiben können, weil keiner aussteigt vielleicht. Wer muss investieren? Ja? Wer ist gezwungen? Ja? Also ich denke, das sind immer so Schlagwörter, die ich natürlich verstehe. Ja? Aber ich denke, und jetzt gesprochen von einem Vereinsobmann, ich bin nicht gezwungen, ja, zu investieren in Spieler. Ich kann natürlich auch sagen, ja, ich nehme die Situation, wie sie jetzt ist, plane mit der Situation und investiere konservativ in die Richtung, dass ich schaue, dass ich den Leistungsstandard, den ich in der Hinrunde gezeigt habe, auch in der Rückrunde zeigen kann. Das muss nicht unbedingt sein, damit ich Spieler investiere. Das kann auch sein, ja, warum investiere ich dann nicht in die Zukunft, in unseren Nachwuchs und in unsere Jugend? Ja? Ich finde, die Diskussion, die dreht sich dann immer sehr stark um das Thema, wie kann ich welche Spieler holen und wie verstärken? Natürlich. Aber ich glaube halt, dass Wiener Neustadt mit 4 Punkten jetzt nicht mit 5 17-Jährigen oder mit 5 Leuten aus der 1B, die vielleicht Gebietsliga oder erste Klasse spielen, den Klassenerhalt schaffen. Ja. So, jetzt gibt es dort einen Sponsoren, wie zum Beispiel den Präsidenten, der sagt, okay, wenn ihr in der Regionalliga spielt, zahle ich das und das. Wenn ihr in einer Stadtliga oder Landesliga spielt, bin ich weg. Mhm. Das heißt, sie haben schon einen gewissen Druck auch von Sponsoren, die halt jetzt nur noch eine Handvoll da ist, an denen sie ja eh schon hängen. Aber der Druck ist immer da. Ich glaube, dass dieser Druck des Abstiegs ist ja immer da. Auch wenn ich in einer Hinrunde alle meine Spiele gespielt habe, glaube ich, wird immer dieser Druck auch in der Rückrunde dann da sein, dort wegzukommen. Das ist ja der Druck, den wir als diese goldene Regel Aufsteiger und Absteiger muss es geben, weil dann ist ja auch der Fußball ja auch interessant. Die Konsequenz zu sagen, wir müssen diesen Druck den Vereinen wegnehmen und es gibt keine Aufsteiger und keine Absteiger, ist ja eine Situation, die wir alle nicht wollen. Es ist ja ein sportlicher Betrieb, es geht um eine Konkurrenzsituation, es geht um eine Attraktivität des Fußballs und die kann eigentlich nur gewährleistet sein, indem man sagt, es gibt Auf- und Absteiger. In der Konstellation, wie wir es jetzt entschieden haben von der Paritätischen Kommission, nur dann, wenn die 16 überschritten werden. Aber auch das ist natürlich eine Aussage, die für die Vereine natürlich wichtig ist. Nur, ich glaube, wir kommen nicht herum um diese Diskussion und ich weiß, wohin es führen sollte, aber es geht darum, dass dieser Sport natürlich Konsequenzen hat, die man austragt, nicht nur im Fußball, sondern in anderen Sportarten, dass es natürlich die Situation gibt, dass man absteigt. Dem können wir uns nicht entziehen, auch nicht in einer Partie. Aber ich glaube, das Problem, auch wenn ich an einer Meisterschaft teilnehme, weiß ich im Vorhinein, dass es einen Auf- und einen Absteiger geben wird. Fakt. Fakt. Ja? Wenn ich Achter bin im Herbst, werde ich wahrscheinlich keine Probleme haben, weil ich kann weder auf- und absteigen. Mhm. Ja? Aber wenn ich diese Situation wie jetzt habe, eben mit Pandemie und keine Einnahmen und Sponsoren springen ab und sonstiges, da muss ja zum Beispiel, es hilft ja auch einem Verband jetzt nicht, wenn jetzt Wiener Viktoria sagt, okay, ich sperre zu, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Unterstützung bekommen, ich habe keine Eintrittsgelder bekommen, ich habe das nicht, das nicht, das nicht. Ich habe jetzt in Wahrheit eine Wettbewerbsverzerrung, indem ich weniger Spiele auszutragen habe jetzt, weil die zum Beispiel, wir wissen es ja nicht, vielleicht kommen im März Zuschauer. Mhm. Ja, das heißt, die haben jetzt da zum Beispiel, Neusiedl hat alles fast auswärts gespielt, nichts zu Hause. Die haben 2 Spiele von 8 gemacht, ja, und die zu Hause und 6 auswärts. Das heißt, die fallen vielleicht jetzt auf eine Butterseite. Sie sind eh finanziell angeschlagen, aber die fallen vielleicht auf die Butterseite, das sagt, okay, da können wieder Zuschauer rein, wir haben wieder mehr Einnahmen, was jetzt ein anderer Verein vielleicht nicht hat. Dass das halt eine Pandemie ist, halt eine Situation, die halt noch nie da gewesen ist und die fordert halt außerordentliche Entscheidungen, sage ich jetzt einmal. Ja? Dass man da wirklich sagt, okay, auch Planungssicherheit, dass man die Vereine unterstützt, das Verband, dann sagt man, es gibt keinen Absteiger. Es ist unbestritten, ja, dass wenn wir diese Situation quasi hinter uns haben, hoffentlich und positiv, dass wir alle aus dem Ganzen gelernt haben. Das gilt nicht übrigens nur für den Fußball, das gilt hoffentlich auch für die Bundesregierung, für Europa und wie auch will. Es geht einfach darum, dass wir aus dieser Situation auch in der Zukunft lernen und vielleicht die oder andere Entscheidung treffen, die noch besser ist, ja, um den Vereinen zu helfen. Wir wollen definitiv nicht, dass es Vereinen so schlecht geht, dass sie aufhören. Das wollen wir nicht, weil das ist natürlich eine große Gefahr. Die sehen wir jetzt auch als Landesverband, dass es viele Nachwuchsmannschaften schon gibt, die vielleicht wegdriften oder Spieler und Spielerinnen wegdriften. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen sie natürlich unterstützen und schauen. Auf der anderen Seite finanziell, glaube ich, ist es jeder Verein auch gut beraten, die Ansprüche oder die Möglichkeiten einer MPO auch tatsächlich wahrzunehmen. Und ich denke, das ist ein legitimes Mittel, um finanziell sozusagen diese Einbußen, die du auch zum Beispiel jetzt erwähnt hast, ja, wenn jetzt kein Heimspiel ausgetragen worden ist, welcher Heimverlust wurde hier lukriert, dass man das natürlich mitnimmt in eine Anfrage Richtung MPO. Funktioniert und ist auch umsetzbar. Ja. Also ich denke, das sind Dinge, da muss man unterscheiden zwischen dem, was wirtschaftlich los ist, was kann man tun, um das quasi die Subventionen und Förderungen in Anspruch
Anspruch zu nehmen, entsprechend dem Ausfall, den ich quartalsübergreifend auch gehabt habe. Und zum anderen muss ich natürlich eine sportliche Entscheidung treffen, wo ich mit meiner Mannschaft quasi mich entwickeln will oder kann. Ja? Mhm. Mit der Situation, die wir jetzt haben. Und die ist die, dass wir diese Transferzeiten haben. Das ist die, dass wir wissen, dass wir 14 Nachtragsspiele noch zu absolvieren haben. Aber das ist quasi jetzt momentan die Situation in einer sehr unübersichtlichen Pandemie. Eine Frage, MPO-Fonds ist da gefallen. Wisst ihr ungefähr, wie viele Vereine das in Wien zum Beispiel in Anspruch genommen haben? War ja angeblich, was ich gehört habe von einigen Vereinen, ist das ja nicht einmal so leicht, dort anzusuchen. Man muss etliche Sachen dort hinschicken. Viele Vereine können das vielleicht nicht. Also ich kann jetzt keine Zahlen nennen, wie viele Vereine das. Ich weiß nur aus bestimmten Klassensitzungen, dass es schon viele Vereine versucht und auch gemacht haben und erfolgreich auch gemacht haben. Die Wahrnehmung ist, dass dieser Antrag auszufüllen ist, entsprechend dem, was ich vorher eingangs gesagt habe, welche Einnahmen und Ausgaben man gehabt hat. Ich glaube, jeder Verein hat eine klassische E&A. Ja, in dem Sinn kann er dann auch entsprechend verifizieren, was er letztes Jahr ein- oder gekostet hat. Und mit diesen Zahlen geht man in diesen Antrag hinein. Natürlich sollten die auch stimmen. Ja, und dann diesen Antrag stellen. Es funktioniert. Also ich kann das als Vereinsobmann sagen. Okay. Als Vereinsobmann kannst du mir dann vielleicht auch die Frage bestätigen oder beantworten, wie würdest du mit dieser Situation umgehen, wenn du Wiener Viktoria bist? Wenn ich Wiener Viktoria bin, und ich möchte mich da auch nicht zu viel, ganz ehrlich, ja, hineinzuversetzen, weil ich habe mit meinem Verein auch schon genug zu tun, aber ich denke, Vereine wie Wiener Viktoria oder auch andere machen großartige Arbeit, ja, und versuchen auch das Beste aus einer sportlichen Situation herauszuziehen. Ich bin hier in der Position sicher nicht derjenige, der jemanden einen Ratschlag geben kann, schon gar nicht auf der Ebene, weil jeder Vereinsobmann seinen Verein auch anders führt und auch gut führt. Ich denke, Wiener Viktoria hat ein großes Umfeld, auch einen tollen Nachwuchs und tolle Aktionen, wie du das eingangs erzählt hast, mit denen man noch sehr viel an Image gewinnen kann. Und ja, also ich glaube, in der Richtung. Aber ich möchte diese Situation wissen. Du hast 10 Spiele und Neustadt hat 7 Spiele und du bist in Wahrheit 3 Spiele im Vorteil, also mehr geleistet. Und jetzt kommt diese Situation mit Transferzeit und die haben mehr Spieler und können da Spieler holen und in Wahrheit kämpfen alle um den Abstieg. Ja. Wie würdest du da als Obmann reagieren? Würdest du nicht dich auf die Beine stellen und sagen, das ist eine Wettbewerbsverzerrung? Jetzt nicht, du bist jetzt nicht WEV-Vizepräsident, sondern du bist wirklich nur Obmann. Nein, wenn ich als Obmann spreche, ich bin immer derjenige, der die jetzige Situation so annimmt, wie sie ist, ja, und versucht, das Optimum da herauszuziehen. Natürlich muss man schauen, welche Kräfte oder welche Energie ist sinnvoll, in welche Windmühlen zu treiben. Ja. Muss nicht, und jeder Verein hatte genau das gleiche Thema, nämlich ein Ressourcenthema, und da muss man schauen, wo man hin quasi investieren möchte. Meine Vorgehensweise ist die, dass ich mit dem bestehenden Kader dann versuche, das Maximum herauszuziehen und versuche, den jetzigen Kader jetzt nicht mit nur Jugendspielern, ja, aber vielleicht mit den ein, zwei Spielern, die schon Perspektivenspieler sind, hier raufzunehmen, auch in einer schwierigen Situation, aber mit einer entsprechenden Führung und mit einem guten Trainerteam, würde ich den Weg weitergehen, den ich vorher eingeschlagen habe. Eine Frage habe ich noch, die auch vielleicht ein bisschen länger dauert. 14 Nachtragsspiele aus dem Herbst, haben wir gesagt, haben wir noch ausständig. Ihr habt das ausgeschickt, die Spiele wurden bereits terminisiert, es sind 6 davon, die anderen sind noch offen. Und das, was mir auffällt, ich lese da sehr oft den SV Stripfing. Noch offen 1. Runde Stripfing Team Wiener Linien, noch offen 6. Runde Wiener Viktoria Stripfing, noch offen 9. Runde Stripfing Wiener Neustadt, noch offen 11. Runde Leobendorf gegen Stripfing. Jetzt wollte ich nur fragen, Sie müssen spätestens bis 24. Februar gespielt sein. Bis, ja, 18. müssen gemeldet. Sie terminisiert werden, ja, weil danach mit der 12. Runde angefangen, also mit der regulären Rückrunde wieder angefangen werden will. So, wir wissen, dass in Österreich ist im Februar Winter. Ja. Könnte sein, dass Schnee liegt, könnte sein, dass eisige Plätze gibt, könnte sein. Stripfing hat 4 Nachtragsspiele. Jetzt wissen wir natürlich noch nicht, und das ist ja auch wieder diese Theorie. Planungssicherheit, ne, die wir nicht haben. Wann können wir wieder anfangen zu trainieren? Wann sperren wir wieder die Fußballplätze auf? Man munkelt mit 7. Jänner wieder, dass die Fußballplätze aufgesperrt werden. Darf man aber da wieder mit Körperkontakt trainieren? Darf man wieder nur so wie Mai trainieren mit Abstand? Das heißt Passübungen ohne Körperkontakt, ohne Duschen, ohne Umziehen, ohne irgendwas. Wie will man das schaffen? Und in der Regionalliga Ost gibt es ja noch eine Regel,
es darf kein Meisterschaftsspiel auf Kunstrasenplatz stattfinden. Was ja auch ad absurdum ist, weil Wiener Viktoria hat nur einen Kunstrasenplatz. Mhm. Denen erlaubt man das natürlich als Ausnahmegenehmigung, weil sie kein anderes Spielfeld haben. Ja. Aber es gibt ja andere Vereine, die auch Kunstrasenplätze haben, die aber nicht drauf Meisterschaft spielen dürfen, die dann auf einem Rasenplatz spielen müssen, der gefroren ist, der hart ist, wo man sich, oder der vielleicht dann aufgeht, der butterweich ist, den man eigentlich dann zerstört, obwohl man dann 3 Tage später wieder dort ein Nachtragsspiel hat. Warum hat man sich dafür entschieden? Weil ich weiß die Antwort natürlich, weil man die Hinrunde abschließen will, dass man ein Ergebnis hat. Aber viele Vereine, zum Beispiel wie Stripfing, die haben 6 Spiele. Die haben 4 Nachtragsspiele. Die müssen wahrscheinlich Anfang Februar anfangen zu spielen mit englischen Wochen, dass sie es hinkriegen bis am 24. Ja. Aber ja. Sie können nicht zu trainieren anfangen. Sollen die jetzt nach 2 Wochen Training mit dem Meisterschaftsbetrieb anfangen? Ja. Ich glaube, da waren jetzt viele Fragen drinnen. Ja, die ja. 2, 3, mein Gott. Kein Problem. Nein, grundsätzlich zum Training selbst, ja. Also wir warten alle drauf. Wann geht es offiziell los und wann können wir da entsprechend der Verordnung im Sinne der Solidarität auch wirklich losstarten? Ich weiß, ja, der ÖFB ist da in ständiger Verbindung auch und es ist, glaube ich, jetzt auch gerade eine Bemühung, da zumindest jetzt mal mit einem Individualtraining zu beginnen, dass es sozusagen die ersten Schritte in die Richtung geht. Ich kriege übrigens viele Anfragen wie diese, ja, auch von Vereinen und besorgten Trainern und besorgten Nachwuchsleitern, wann geht es endlich los, weil es geht jetzt nicht nur um die Regionale, es geht auch um die Kids, genau, die da schon in einem Bewegungsdrang sind. Ja, da müssen wir jetzt zuwarten und wir hoffen, dass dann wieder diese Terminstruktur herausgegeben wird, wo wir uns dann wieder, so wie in dem ersten Lockdown, dann wieder anpassen können, was die Vereine auch sehr, sehr gut gemacht haben, ohne große oder keinen Clusterbildungen, wo es dann wieder losgeht. Ja, es gibt Vereine, ja, wo viele Nachtragsspiele da sind. Wir werden uns bemühen, auch mit diesen Vereinen im direkten Austausch zu stehen. Da kommen wir jetzt wieder zur Eingangsfrage, was macht die Paritätische Kommission? Das ist, unterstützend und hilfeleistend zu sein. Was kann man tun? Was kann man dem Verein helfen? Wie schaut es aus mit der Platzsituation? Ja, es gibt Regeln, zum Beispiel Nachtragsspiele auch in einer Reihenfolge umzusetzen. Ja. Aber auch hier sage ich, wenn es die Situation erfordert und erlaubt, dann werden wir auch hier Kompromisslösungen suchen, die sowohl für den Verein, auch für den Gegner, als auch den Verband sozusagen Hilfeleistung gibt, um hier die Spiele, auch die Nachtragsspiele umzusetzen. Weil, so wie du das auch im Protokoll liest, es natürlich erst dann mit der 12. Runde losgeht, wenn erst alle Spiele gespielt worden sind und im Falle dessen, dass der Verein noch nicht die Spiele gespielt hat, dann kommen wir in die Situation, dass er erst sozusagen die Nachtragsspiele spielen kann. Das verzögert es natürlich wieder. Und dann muss ich wieder sagen, können wir auch, glaube ich, in der Situation ganz froh sein, dass es 13 Mannschaften sind, ja, wo wir sagen, okay, wir setzen eine Meisterschaft in so einer Extremsituation um. Wäre auch eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel erlauben würde, dass man sagt, okay, man dürfte sogar auf Kunstrasen spielen? Ein Regionalligaspiel, weil es hat ja schon, ich meine, es war Fortuna 05 oben in der Regionalliga, die nur einen Kunstrasenplatz haben. Ja. Es ist jetzt Wiener Viktoria zum zweiten Mal oben, die nur einen Kunstrasenplatz haben. Oder kann ich dann sagen, auch, ich meine, in Wien ist der halt gang und gäbe ein Kunstrasen oder öfters vorhanden, wie halt am Land, sage ich jetzt mal, wo er nur zu Trainingszwecken verwendet wird. Es haben halt viele Vereine nur ein Hauptspielfeld mit Kunstrasen. Aber kann ich dann nicht auch als Verband sagen, okay, dann kann er nicht aufsteigen, weil in der Regionalliga Ost ist kein Spiel auf Kunstrasen oder kein Meisterschaftsspiel auf Kunstrasen erlaubt. Vor allem auch von der Wettbewerbs, da kommt jetzt wieder der Wettbewerb, weil alle immer sagen, puh, die spielen die ganze Jahr am Kunstrasen. Der Viktoriaplatz ist jetzt nicht ein riesiges Stadion, sondern eher ein kleinerer Platz, der natürlich auch andere Spielsituationen erfordert, wie zum Beispiel der Platz in Schwechat, ja, der wie, was nicht, wie 3 Fußballplätze ausschaut, weil er riesig ist, wo man halt ein ganz anderes Spiel hat. Ja. Schauen wir, ich würde vorschlagen, wir schauen einfach, wie diese Saison abgewickelt worden ist, was wir daraus gelernt haben. Ja, es ist eine Lernsituation, Extremsituation für alle, für uns, Vereine, Verband, Kommission. Und schauen wir, was können wir tun, um den Vereinen hier unterstützend in der Zukunft zu helfen. Es geht jetzt nicht darum, alle Regeln über Bord zu werfen. Nein, ja, überhaupt nicht. Sondern es geht darum zu schauen, welche Regeln oder welche Bestimmungssituation die beste ist, ja, um einfach da den Vereinen die Situation auch zu erleichtern oder auch in der Umsetzung darzustellen. Aber mein Vorschlag ist einfach wirklich, wir schauen,
jetzt, wie das läuft, hoffentlich wieder anläuft. Wir schauen, wie eine Umsetzung tatsächlich in einer Pandemie-Lock-up sozusagen ausschaut. Und was können wir tun, um eine Saison 21/22 so zu gestalten, dass es sowohl attraktiv, aber auch wirtschaftlich, sportlich für alle relevant ist. Und da spreche ich nochmal auch eingangs jetzt nicht nur für die Regionalliga Ost, sondern da müssen wir dann schauen, wie diese dritte Liga dann auch dann ausschaut. Was man sicher sagen kann, also das ist jetzt meine Meinung, dieses Playoff wird zu 99,9% nicht gespielt, sage ich jetzt mal, alleine schon aufgrund dieser ganzen Terminisierungen. Vielleicht gibt es ja noch einen dritten oder vierten Lockdown, wir wissen es ja noch nicht. Ja. Das ist aber etwas, wo ich sage, okay, das wäre nur dieses Sahnehäubchen on top gewesen für die Vereine, dass sie halt auch die Spiele kommen und auch Einnahmen lukrieren können. Auch ein gutes Beispiel übrigens, dass die Kommission auch auf Dinge hört und sagt, ja, das ist ein guter Vorschlag, ja, das diskutieren wir und ja, das werden wir versuchen umzusetzen. Das heißt nicht nur, dass wir immer Nein sagen, sondern es geht darum, was macht Sinn, was kann man umsetzen. Ein Playoff damals war ein produktiver und sicher attraktiver Vorschlag. Jetzt gebe ich dir recht, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den Grunddurchgang über die Bühne bringen. Genau, den Grunddurchgang und schauen wir mal, wie viele Runden es noch, sonst noch wären. Aber Zeit hätte man quasi, auch wenn man jetzt den Start der Meisterschaft auf März oder Mitte März oder Anfang April schieben würde. Man hat immerhin, danach gibt es ja ein paar andere Großveranstaltungen, Ereignisse. Da wären jetzt nicht so viele Spieler der Regionalliga Ost teilnehmen, sage ich jetzt mal. Aber man hätte noch Platz nach hinten. Ich glaube, der reguläre Saisonende wäre 6.6., glaube ich, wenn ich mich jetzt recht grundsätzlich erinnere. Ja, aber es geht darum auch zu schauen, was kann man bis in den Juni hinein noch spielen. Wir wissen aber auch aus Rückmeldungen von den Vereinen, man sollte das auch nicht zu lang hineinziehen. Es gibt verschiedene Vereinbarungen auch zwischen den Vereinen und den Spielern. Das heißt, natürlich schaut man auf Großereignisse wie die Euro, aber es ist dieser Spielraum bis Ende Juni da. Ja. Super, dann wünsche ich dir im Verband natürlich alles Gute. Und ich habe auch da gehört, mein Vater ist ja auch im Fußballverband, tätig, ich gehört, eventuell, sehr aktiv, aktiv weiß ich nicht, er ist halt dort. Ja. Ob er da jetzt mal dumm rennt und so, bezweifle ich das sagen. Ja. Okay, Präsidentenamt, ist das auch so etwas, was dich reizen würde? Du bist jetzt Vizepräsident, was man gehört hat, Robert Sedlacek, wenn seine Dekade abläuft, will das jetzt nicht mehr verlängern. Wäre das für dich etwas, Präsident des Wiener Fußballverbands? Also hier gilt, dass natürlich der Präsident, der Robert Sedlacek, meine volle Unterstützung hat und ich ihn auch weiter unterstütze, solange er will. Wenn er dann sagt, es ist Zeit, sozusagen auch zu übergeben, stehe ich sicher zur Verfügung. Gut zu wissen. Wird das gewählt? Wird das ausgesucht? Wie geht das vor sich? Nur, dass die Leute auch wissen. Da wird es Gremien, also es gibt Listen, es gibt Wahlentscheider, es gibt Vorschläge. Ja, und natürlich ist da jeder, kann sich da berufen fühlen, diesem Amt auch zu folgen. Aber wir schauen jetzt einmal, dass wir diese Pandemie über die Bühne bringen, dass wir wieder in einen geordneten Spielbetrieb kommen und der Robert Sedlacek als Präsident macht einen hervorragenden Job. Werde ihm da auch weiter unterstützen in meiner Funktion als für den Spielbetrieb zuständig. Das sicherlich. Das macht er, der Robert. Er steht auch uns immer Rede und Antwort. Wenn man ihn anruft um 22 Uhr, hebt er trotzdem ab und redet mit einem. Also muss man ehrlich sagen, also wir wollen da jetzt nicht schon sägen, sondern das war wirklich eine rein informative Frage, weil das auch schon im Raum steht und man öfters gehört hat. Ja. Ich sage danke für dein Kommen. Danke, dass du hier warst. Nicht vergessen, Fan.at, auch dein Verein gehört dort dazu. Fan.at ist Fußball aus jeder Ecke des Landes. Nicht vergessen, meine Zuschauer, holen Sie sich die App, liebe Vereine, melden Sie sich an. Es ist wirklich ein Gewinn für jeden Verein und für jeden Zuschauer, wenn er diese App hat. Und wir können Ihnen jetzt schon verraten, es wird viele, viele, viele Neuerungen geben. Und es gibt auch schon viele Neuerungen. Schauen Sie sich das an. Fußball aus jeder Ecke des Landes und auch die Sportunion Schönbrunn wird da natürlich teilnehmen. Und ich sage danke nochmal, dass du hier warst. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal am Donnerstag, wenn es heißt wieder die dritte Liga oder der Fan.at Fußball-Talk bei uns hier auf KRONE TV. Dankeschön, auf Wiedersehen.